Hallo Zwilling, wie geht's? Ich bin Phoenix und ich freue mich sehr, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit dir zusammenschauen, wie die Energie für dich für die nächsten 48 Stunden für dich steht, ja? Schauen wir mal. Wow, mein Gott. Wahnsinn, Zwilling. Wie die Energien sich ändern können, ne? Also, wir haben hier ein Ritter der Kelche. Ein Ritter der Kelche ist eine Bewegung. Also, wir haben mit einem Ritter hier zu tun. Es gibt eine Bewegung. In manchen Fällen eine Reise, aber auch eine Kommunikation. Hier hätten wir mit der Romantiker, ne, zu tun. Es ist eine positive Energie. Ja? Genau, wow. Also, man sieht hier schon, Zwilling, eine Situation, die man auch loslässt, was mit der Familie zu tun hat, so ein Gefühl, oder mit einem Kompromiss, mit einer Person. Also, man sieht hier schon Nummer 10 und Nummer 10. Sehr wichtig, ja? Spricht schon für ein Ende in einer Situation. Die Nummer 10 hat immer mit einem Ende zu tun, ja. Und es fühlt sich hier wie eine Last, was wir hier haben. Diese 10 der Stäbe fühlt sich schon wie eine Last, was mit einer Familie zu tun hat, mit einem Kompromiss zu tun hat, so wie es für dich in Resonanz kommt, ja. Aber irgendwie, man lässt hier los. Ja? Es ist ein Ende in dieser Situation. Also irgendwie, es gibt hier eine neue Situation. Ein Ende und eine neue Situation. Tatsächlich. Aber schau mal bitte schön, was für Karten für dich gekommen sind, Zwilling. Wahnsinn. Also die Karte, die Kraft, spricht schon für Sternzeichen Löwe, die Welt und der Hierophant, Sternzeichen Stier, ist hier zu sehen. Okay, wir haben hier drei große Arkana. Drei große Arkana sind hier bei dir, Zwilling, in dieser kurzen Legung. Drei große Arkana in der Mitte. Ja, ermächtigte Karten. Wir haben hier, wenn ich dir jetzt ehrlich sein kann, mit einer starken Anziehungskraft zu einer Person. Das zeigt die Kraft, aber auch die Karte die Welt. Wir haben hier mit der Karte die Welt natürlich mit geografischer Entfernung, ja. Aber auch andere Unterschiede zeigen diese Karte, ja. Zwischen zwei Personen. Es kann ja mit Kultur zu tun haben, mit Religion, mit Sprache, mit Altersunterschied, ja. Es ist eine internationale Karte auch. Also wir reden hier über viel Kommunikation über Internet, ja. Genau. Also mein Gefühl ist auch, man möchte gerne intim mit dieser Person sein, ja? Dieses Gefühl ist hier sehr stark zu spüren, mit der Karte die Kraft, ja? Du siehst, wie die Karte die Kraft, die Person auch, ja, diesen Löwe hier auch streichelt und es gibt hier ein Gefühl von Anziehungskraft, ja. Also Zwilling, wenn ich dir ehrlich bin, ich sehe hier Kompromisse, ne? Ich sehe hier eine Hochzeit. Also, weißt du, warum ich lache jetzt, Zwilling? Weil ich glaube, diesen Fall hatten wir ja auch sogar in der großen Legung gehabt. Ne? Also ich kann mich erinnern, es kam die Karte die Hochzeit auch. Und
Der Hierophant ist ja eine Karte, die für Kompromisse, für ernste Kompromisse redet. Also wir haben hier mit einer ernsten Sache zu tun. Also hier gibt es gar keine Spiele. Also hier ist ernst. Also man meint es hier ernst. Es gibt hier, jemand möchte hier, und jetzt gerade sehe ich die Nummer 333. Ja. Genau, in meine Uhr. Hatte ich das nicht gehabt, auch am Montag bei dir? Weiß nicht so genau. Aber die Sache ist, wir haben hier mit einer Person, die tatsächlich einen Kompromiss möchte. Wir haben hier mit Verlobung zu tun. Ja, also starke Karten, Zwilling, das kann ich nur sagen. Starke Karten. Starke Karten. Denn ja, es besteht schon eine starke Anziehungskraft, das sieht man ja. Also es gibt dieses Gefühl von näher kommen wollen, das sieht man schon sehr. Aber es gibt nicht nur das, es gibt auch das Gefühl, dass man auch was Ernstes möchte. Ne? Also es ist nicht nur jetzt nur dieses Kontakt, diesen körperlichen Kontakt. Man möchte schon auch einen Kompromiss mit einer Person. Ja? Augenblick, Zwilling, bitte. War ja. Also eine gute Karte hier für dich, sprich. Die kommt immer bei dir, ne? Sieben der Münzen ist immer eine Karte, die sich bei dir wiederholt. Sieben der Münzen, ne? Dieses Gefühl von Nachdenken, von Geduld. Man ist sehr geduldig, ne? Man hat viel Geduld, wirklich, egal worüber wir jetzt hier reden, ob das jetzt Arbeit ist, eine Person. Also man hat viel Geduld, ja. Aber in gewissen Enttäuschung ist hier schon zu sehen. Also mittlerweile, man zeigt schon eine gewisse Enttäuschung hier vom lauter Warten und nicht das bekommen, worauf man jetzt so lange gearbeitet hat, ne? Oder wo man viel Zeit investiert hat, wo man jetzt nicht nur Zeit, sondern vielleicht Liebe, vielleicht Geld, wie auch immer. Also eine gewisse Enttäuschung ist in dieser Karte schon zu spüren. Von einer Person, die tatsächlich das nicht bekommt, was man da dafür gegeben hat. Ne? Egal ob die Liebe, wie gesagt, ne? Also du verstehst schon, was ich meine. Es ist nicht korrespondiert, es gibt keine Balance in der Situation hier und das sieht man bei dir sehr oft. Und es gibt hier eine Situation, die natürlich mit deiner Vergangenheit zu tun hatte. Ast der Schwerter, ja, schau mal mit der Karte. Die Kraft ist jetzt der Gehängter, ne, begleitet, also sprich für Sternzeichen Fische, hätten wir hier, es gibt hier einen Stillstand vielleicht in einer Situation oder eine Zeit, die man braucht, um nachzudenken. Es gibt hier eine Verwandlung von der Situation, einen totalen Verwandlung, auch wieder ein großer Arkaner. Ne? Spricht auch für einen großen Arkaner, eine spirituelle Karte. Eine Situation hier, wo man loslässt, habe ich vorher dir gesagt. Ne? Also hier sehe ich dieses Gefühl von loszulassen. Ich lasse los jetzt die Situation, die mich belastet. Eine Situation, die für mich sich wie eine Last fühlt, eine starke Verantwortung, eine komplizierte Sache. Es zeigt sich hier für eine komplizierte Sache und man lässt los, ja, in eine Situation. Tatsächlich, ja. Ja, es gibt sogar ein Gefühl von Opferung hier, ne? In dieser Karte. Es gibt sogar ein Gefühl von Opferung und ich denke, Zwilling, möglicherweise möchtest du dich auch jetzt um dich selbst kümmern, um deine Sachen, um deine Arbeit und dich selbst mehr lieben, ne? Du lässt eine Situation hinter dir, die dich belastet hat, ob das jetzt mit Familie zu tun hat, mit einem Kompromiss zu tun hat, mit einer Person, egal worüber wir reden, aber du lässt doch tatsächlich eine Situation hinter dir,
du lässt los und du kümmerst dich auch um dich mehr, um deine Sachen, weil tatsächlich es könnte schon sogar sein, Zwilling, dass du dass einen Zyklus sich wiederholen möchte, ja? Dass eine Person von dieser Vergangenheit sich bei dir wieder meldet, ja? Also wieder zurückkommen möchte. Es gibt hier dieses die Nummer 8, ja? Also dieses Unendlichkeit hier. Also eine Situation, die sich nochmals wiederholt. Das zeigt auch nämlich die Karte die Welt. Eine Situation, einen Zyklus, die sich wiederholen möchte. Das sieht man hier schon. Einen Zyklus, der sich wiederholen möchte. Zweifel sind hier natürlich und es fühlt sich hier wie ein bisschen wie eine Opferung. Aber genau, ich denke einerseits, wie gesagt, Zwilling, man sieht schon eine Person, die tatsächlich von deiner Vergangenheit eine Versöhnung möchte. Das sieht man schon sehr stark in den Karten. Ne? Das sieht man schon. Und eine Versöhnung sehe ich hier sehr stark von einer Person von deiner Vergangenheit. Sehr, sehr stark. Ja? Genau. Ja. Das ist, was ich für die nächsten 48 Stunden sehe, Zwilling. Jemand möchte eine Versöhnung. Ja. Nochmals der Gehängte. Also wir haben hier mit einer komplizierte Situation zu tun. Ne? Es ist schon kompliziert, was wir hier sehen. Man sieht schon Gefühle, aber sehr eine Situation, die sich wirklich kompliziert fühlt. Ne? Mehr Optionen sind da zu sehen. Ich sehe Optionen und ich sehe Gespräche von Herz zu Herz. Ja, also es gibt Gespräche von Herz zu Herz hier. Möglicherweise Zwilling in die nächsten 48 Stunden. Zeigt sich diese Situation von Gespräche hier. Und genau, das sehe ich nämlich. Also ich habe hier 9 der Kelche, 10 der Kelche auch hier zu sehen. Ich habe hier mit Gefühle zu tun, mit also die 9 der Kelche spricht ja für Wünsche, die in Erfüllung kommen, ja. Also irgendwie diese Gespräche, diesen Kompromiss, ja. Ja, also man sieht schon diese Gespräche von Herz zu Herz hier schon, muss ich dir schon sagen, Zwilling. Und wie gesagt, sehr stark sehe ich diese Situation von einer Person von deiner Vergangenheit, die möglicherweise eine komplizierte Situation irgendwie ist, war oder wie auch immer. Ja, einen Zyklus, der sich wirklich nochmals wiederholen möchte. Und diese Situation zeigt sich hier für die nächsten 48 Stunden. Ne? Also diese Person, die eine Versöhnung möchte, ist hier schon zu sehen. Ja, das sehe ich sehr stark. Dass die Karte die Welt auch hier ist für einen neuen Zyklus, das ist wahr. Aber ich glaube, es ist hier noch etwas offen hier. Immer noch. Ja. Es ist immer noch was offen hier. Ja, mal kurz. Ja. Ja, Zweifeln möglicherweise, aber auch Optionen. Ja, genau, das habe ich jetzt gebraucht. Ich finde, es zeigt sich auch, guck mal, mit der Gehängter und der. Also mit der Kraft kam jetzt der Teufel, ja. Also wir haben hier mit einer starken Anziehungskraft zu tun, das ist nicht zu sagen, ja. Aber irgendwie eine Sache, eine karmatische Situation sehe ich hier schon, Zwilling. Eine karmatische Situation ist hier zu sehen, ja. Steinbock, Sternzeichen Steinbock, Fische, Löwe, du siehst drei große Arkane zusammen. Eine Situation, die kompliziert ist, die sich kompliziert gefühlt hat. In manchen Fällen reden wir hier für toxische Beziehungen. Ja, für eine toxische Beziehung. Und für zwei Energien. Also zwei Energien sehe ich nämlich mit diesen zwei der Münzen. Aber guck mal, mit zwei der Münzen ist Zenderschwert da gekommen.
Ja, also diese Zweifel hier, diese Enttäuschungen. Deswegen, ich denke, die Karte die Welt deutet schon auf eine Situation, die einen Zyklus, die man zumacht. Ne? Weil ich meine, mit dieser Energie, Zwilling, ist eine komplizierte Energie, was wir hier haben. Ist kompliziert. Und die Nummer 10 der Schwerter deutet ja auf ein Ende. Ja? Und nochmals, guck mal hier, Nummer 9 der Kelche, Nummer 9 der Stäbe. Man ist ja vor einem Limit. Ja, man hat diese Limit erreicht, diese Grenze erreicht. Ja? Diese Grenze hat man schon hier erreicht, in dieser Situation. Zwilling, das ist, was ich sehe für dich für die nächsten 48 Stunden. Also, ich wünsche dir einen schönen Tag. Ich danke dir sehr für deine Likes und deine Abos. Und wir sehen uns bald. Zwilling, ja? Danke, tschüss.